Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar handelt es sich um Dead Synchronicity – Tomorrow Comes Today. Entwickelt von Fictorama Studios und gepublished von Daedalic Entertainment ist das ein Titel, auf den ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe und der endlich letzten Monat rauskam. Und nun habe ich, wir haben gerade den 1. Mai, muss ich mal wieder auf meine Uhr gucken, und nun habe ich die Zeit gefunden, um den Titel endlich zu spielen. Ich muss bloß nochmal vorher schnell in die Einstellungen gucken. Ja, ist alles so geblieben, wie ich es vorher gelassen habe. Und ich würde sagen, wir spannen uns nicht mehr länger auf die Folter, sondern legen einfach los. Ich habe auch wirklich absolut keine Ahnung, was die tiefe Story des Spiels ist. Ich weiß nur, dass wir anscheinend ein Mann sind, der sowas wie im Koma gelegen hat. Wenn wir gleich alles am Anfang sehen, also das ist kein wirklicher Spoiler. Und jetzt die Welt neu entdecken nach einer recht kriegerischen Zeit oder ähnlichem. Wie schon gesagt, ich weiß nicht genau Bescheid, aber es soll sehr emotional, sehr packend und eine packend sein und eine wunderschöne Story haben. Wunderschön im Sinne von nicht von schön, sondern von ausgereift, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich habe jetzt genug gelabert. Ich würde sagen, wir fangen einfach an und starten ein neues Spiel. Neues Spiel beginnen, ja. Nicht. Es ist noch zu früh. Wir sollten ihn ruhen lassen. Er war wochenlang sehr schwach. Er kann nicht aufstehen, nicht reden. Denkst du, wir sollten einen Arzt rufen? Einen Arzt rufen? Hast du den Verstand verloren? Du hast recht. Hoffen wir einfach, dass er bald wieder aufwacht. Schon, mein Freund, halt durch. Streng dich noch mal an und bleib bei uns. Wach auf, Michael. Komm schon. Du musst aufwachen. Wir sind also anscheinend, Michael. Wer bist du? Wer ist da? Wo bist du? Wo versteckst du dich? Was passiert dir? Am interessantesten ist wahrscheinlich, wer das überhaupt ist. Wer bist du? Wer ist da? Bitte, Michael, wach auf. Wach auf. Diese Stille. Diese Dunkelheit. Wo bin ich? Verdammt. Ich kann mich nicht erinnern. Oh, sehr gut. Wir können sogar alle drei Fragen stellen. Was passiert dir? Erstmal, wo wir sind. Wo bist du? Wo versteckst du dich? Michael, bitte wach auf. Du musst aufwachen. Michael, ist das mein Name? Bitte, sag mir, wo ich bin. Ich kann mich an nichts erinnern. Was passiert hier? Was passiert hier? Was ist das hier für ein Ort? Bitte, sag es mir. Wach auf, Michael. Bitte wach auf. Wach jetzt auf. Geh nicht. Bitte. Komm zurück. Komm zurück! Diese Stille. Diese Dunkelheit. Diese Leere. Okay. Öllampe. Ist das unser... Ah, das ist unser Inventar. Okay. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas anderes ist, außer die Öllampe. Und ich will schon jetzt mal eine Vermutung äußern, aber ich weiß natürlich überhaupt nicht, ob die richtig ist. Da wir die Stimme dieser Frau nicht wirklich gehört haben wie, ich sag jetzt mal, eine 1:1 männliche Stimme, sondern das klang wie durch einen Fernseher oder durch ein Radio oder so ein Walkie-Talkie-Ding oder sonst irgendwas. Ist das vielleicht gar nicht irgendeine reale Frau im Sinne von,
jemand, der uns nahe steht. Ich weiß es nicht. Wir machen einfach weiter und grabbeln die Öllampe an. Akt 1. Ein Lager voller Ratten. Guten Morgen. Ich hoffe, du fühlst dich besser. Aber... Nein, ganz ruhig. Ich bin froh, dass du dich stark genug fühlst, um das Bett zu verlassen. Das sind großartige Neuigkeiten. Ich muss sagen, du siehst schon viel besser aus. Wenn man in Betracht zieht, was du durchgemacht hast, natürlich. Wer sind Sie? Ah, natürlich. Wo sind nur meine Manieren? Du bist jetzt schon so lange bei uns, dass ich vergessen habe, dass du gar nicht weißt, wer wir sind. Erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Rod Atkinson. Ich bin, naja, ich war der Leiter des Grundbuchamts, bevor, naja, du weißt ja, bevor uns die Welt unter den Füßen weggebrochen ist. Ah, schön, Sie kennenzulernen, Mr. Atkinson. Aber... Wo bin ich? Was ist das hier für ein Ort? Können Sie mir sagen, was ich hier mache? Wo bin ich? Was ist das hier für ein Ort? Wir sind hier an einem Ort, den ich vorsichtig unser Zuhause nennen würde. Unser bescheidenes und hoffentlich vorläufiges Zuhause. Dies ist einer der vielen Wohnwagen, aus denen das Flüchtlingslager besteht. Und glaube mir, wir können uns glücklich schätzen, in diesen vier Wänden wohnen zu dürfen. Die meisten Bewohner dieses Lochs, entschuldige bitte meine Ausdrucksweise, verfügen selten über mehr als Plastikplanen und Pappkartons. Einen Moment. Sagten Sie gerade Flüchtlingslager? In der Tat. Die Einrichtung zur vorübergehenden Unterbringung von Katastrophenopfern. So lautete die offizielle Bezeichnung. Damals, als die Armee nach der Katastrophe den Kriegszustand ausgerufen hatte, wenn du dich erinnerst. Du wirkst etwas verwirrt, wenn ich das so sagen darf. Weißt du wirklich nicht, wovon ich rede? Ich weiß nicht. Ich fürchte nicht. Bitte, sagen Sie mir... Können Sie mir sagen, was ich hier mache? Ja, natürlich. Ich denke, wir schulden dir eine Erklärung. Wir haben dich ein paar Tage nach der großen Welle in der Nähe des Flughafens gefunden. Du warst verletzt und bewusstlos. Wir konnten dich doch nicht einfach dort liegen lassen. Jemand hatte bereits dein Gepäck und deine Papiere gestohlen. Schrecklich. Also haben wir beschlossen, uns selbst um dich zu kümmern und haben dich hergebracht. Seitdem bist du hier bei uns. Übrigens sollte ich dir sagen, dass deine Kleidung vollkommen zerrissen war, als wir dich fanden. Es waren nur noch Fetzen, also haben wir sie weggeworfen. Was du jetzt anhast, ist von mir. Andere Sachen sind noch in dem alten Schrank. Wenn du etwas brauchst, nimm es dir einfach. Danke, Mr. Atkinson. Aber... Große Welle. Sie sagten bei uns, wer ist noch hier? Wie es scheint, haben Sie mir das Leben gerettet. Wir bedanken uns erstmal. Wie es scheint, haben Sie mir das Leben gerettet. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Atkinson. Oh, bitte. Du musst uns nicht danken. Wir haben nur getan, was wir tun mussten. Ich sehe es als unsere menschliche Pflicht, die ethischen Prinzipien der Zivilisation in dieser neuen Welt zu bewahren. Und bitte, nenn mich Rod. Und außerdem haben wir es auch für Colin getan. Was für eine Zukunft kann er erwarten, wenn wir einfach akzeptieren, dass jeder nur auf sich selbst gestellt ist und sich niemand mehr um seine Mitmenschen kümmert? Eine beängstigende Aussicht, findest du nicht? Wir tun, was wir können, um eine solche Zukunft zu verhindern. Colin? Ja, Colin, unser einziges Kind. Und unser einziger Lichtblick seit der Katastrophe. Ich muss dir etwas gestehen. Colin ist der Grund, warum meine Frau und ich uns überhaupt noch darum bemühen, in dieser neuen Welt weiterzumachen. Wenn es ihn nicht gäbe, hätten wir schon lange aufgegeben. Ich verstehe. Also war es die Stimme Ihrer Frau, die mich vorhin aufgeweckt hat, richtig? Meine Frau? Nein, das musst du dir eingebildet haben. Meine Frau war die ganze Zeit bei mir im Nebenzimmer. Wir sind schon seit Stunden nicht bei dir im Zimmer gewesen. Aber ich bin froh, dass du dich jetzt besser fühlst und ganz bei Bewusstsein bist. Ich schätze, man könnte sagen, du bist wiedergeboren. Und obwohl die Umstände nicht die besten sein mögen, so ist allein am Leben zu sein heutzutage schon ein Luxus. Also,
Willkommen in unserem Heim. Sie sagten, bei uns? Wer lebt hier sonst noch? Ach ja, natürlich. Ich habe dir meine Familie noch gar nicht richtig vorgestellt. Allerdings ist jetzt kein guter Zeitpunkt dafür, aber ich verspreche dir, das später noch nachzuholen. Meine Frau und ich schlafen in dem anderen Raum. Und, naja, der kleine Colin schläft auch bei uns. Die große Welle? Wovon reden Sie da? Wovon werde ich wohl reden? Die verdammte, entschuldige meine Ausdrucksweise, Explosion, die uns all dieses Leid auferlegt hat. Der Ursprung dieser widerwärtigen neuen Welt, die jetzt bis ans Ende aller Tage unseren Alltag bestimmt. Aber erinnerst du dich wirklich nicht? Hast du wirklich keine Erinnerung an all das? Ich fühle mich etwas schwach und schwindelig, Mr. Atkinson. Tut mir leid. Ich fürchte, ich kann mich an nichts erinnern. Ich verstehe. Es gab schon ähnliche Fälle wie dich hier im Lager. Versuch dich etwas auszuruhen und reg dich nicht zu sehr auf. Lass mich dir nur eines sagen. Vielleicht kannst du dich glücklich schätzen. Es gibt nichts Schönes in unserer neuen Welt, an das es sich zu erinnern lohnt. Rod! Entschuldige, aber ich werde gebraucht. Nein, bitte warte! Was geht hier vor? Geh noch nicht! Es tut mir leid, ich kann verstehen, dass du mir viele Fragen stellen willst. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Glaub mir. Ich verspreche, jede deiner Fragen später in Ruhe zu beantworten. Aber jetzt muss ich gehen. Rod, bitte! Schnell! Okay, in Ordnung. Jetzt, wo es dir besser geht, kannst du rausgehen und dich im Lager umsehen. Aber bitte, sei vorsichtig. Die Welt, wie du sie kanntest, existiert nicht mehr. Hör auf mich. Fass nichts an. Rede mit niemandem und misch dich in nichts ein. Wenigstens bis dir jemand erklärt hat, wie diese neue Welt funktioniert, die uns die große Welle übrig gelassen hat. Da draußen hat sich alles verändert. In Ordnung. Danke für den Hinweis. Ah, eins noch, bevor ich gehe. Jetzt bist du schon so lange bei uns und ich weiß nicht einmal, wie ich dich nennen soll. Wie heißt du? Wie ich heiße? Michael. Ich heiße Michael. Schön, dich kennenzulernen, Michael. Wir unterhalten uns später weiter. Das verspreche ich. Michael. So hat mich diese körperlose Stimme genannt. Das muss mein Name sein. Wach auf, Michael. Das ist alles, was sie gesagt hat. Und dann hat sie mich in dieser großen Leere ohne Erinnerungen zurückgelassen. Große Welle. Neue Welt. Flüchtlingslager. Was zur Hölle ist da draußen geschehen? Ich glaube, ich sollte da rausgehen und mich mal umsehen. Genau, und das tun wir aber nicht sofort jetzt, sondern ich würde sagen, wir schauen uns erstmal hier im Zimmer um. Wir haben wie in bekannten Spielen von Daedalic, obwohl das Spiel nicht von Daedalic entwickelt wurde, aber trotzdem eine Hotspot-Anzeige und einen Schrank. Das sieht alles so demoliert und kaputt aus, als wäre es eine Glasscheibe hier davor. Vielleicht war es auch so ein Glasschrank. Was hier? Eine Tür, die nach draußen geht, geschlossene Tür. Die hat er, glaube ich, auch abgeschlossen. Und wir können die Sachen anfassen und anschauen. Ich weiß noch nicht ganz, wie wir sie anfassen. Anschauen meine ich. Mit diesem zersprungenen Glas in der Tür und der dicken Schicht von Dreck drauf, bezweifle ich, dass irgendetwas in letzter Zeit in diesem Ofen gebacken wurde. Ich glaube nur mit dem Rechtsklick. Okay. Dreckiges Geschirr. Ein Stapel aus Pfannen, Tellern und dreckigem Besteck, das gespült werden muss. Der ganze Raum riecht nach abgestandenem Essen. Nehmen können wir es nicht. Hier im Schrank ist nichts, das geht nicht auf. Die Lampe... Die Öllampe ist die einzige Lichtquelle in diesem Raum. Das Flackern der Flamme lässt alles so geisterhaft erscheinen, wie in einem Traum. Ja, wie in einem Albtraum. Die nehmen wir oder versuchen wir dann nachher mal mitzunehmen. Familienfoto. Ein ungerahmter Schnappschuss direkt an die Wand geklebt. Zwei Erwachsene und ein Kind in einem großen Hinterhof. Lächeln in die Kamera. Einer davon ist Rod, mein Gastgeber. Dann wird die Frau wohl seine Frau sein und das Kind Colin.
Hier unten, das konnten wir nicht aufmachen, den Schrank. Unmöglich. Er ist verschlossen. Ich fürchte, mein Gastgeber hat vergessen, ihn aufzuschließen, bevor er gegangen ist. Okay. Ungemachtes Bett. Zerknittertes Laken. Können wir das machen? Als ich an dem Laken gezogen habe, ist es an der Feder aufgerissen worden, die aus dem Bettrahmen ragt. Ich hoffe, Rod bemerkt es nicht. Können wir die mitnehmen? Das Bett ist schon so alt, dass eine der Federn abgebrochen ist und so zu einer scharfen, hervorstehenden Kante geworden ist. Nee, mitnehmen kann ich das nicht. Ein deprimierender Anblick. Eine versiffte Matratze auf einem Bettrahmen mit dreckigen, zerknitterten Laken. Das ist das Bett, auf dem ich die ganze Zeit gelegen habe. Ich habe so das Bedürfnis, dieses Laken mitzunehmen, weil wir das... Ich weiß zwar nicht, ob wir uns verletzen, aber weil wir das irgendwie als Verband oder so nehmen könnten. Der alte Schrank, von dem mir Rod erzählt hat. Seltsam. Mit dem zersprungenen Glas in der Tür ist auch mein Spiegelbild zersplittert. Wie ein Foto, das man in kleine Stücke gerissen und erneut zusammengeklebt hat. Kann ich die Lampe mitnehmen? Ich werde die Öllampe nicht löschen. Dieser Ort wirkt schon mit Licht finster genug. Nimm sie doch mit. Kann ich hier raus, obwohl er abgeschlossen hat? Das hat keinen Sinn. Sie geht nicht auf. Ich habe gehört, wie Rod von innen den Riegel vorgeschoben hat. Okay, ich dachte mir, ich habe mich vielleicht verhört oder sowas. Hier unten ist ja offensichtlich was, oder vom Spiegel vielleicht irgendwas zerbrochen. Aber wir können das nicht mitnehmen. Ansonsten können wir auch nichts aus diesem Zimmer mitnehmen. Ich kann weder nach rechts noch nach links, oben, unten. Deswegen verlassen wir mal den Raum. Mein Gott, was zur Hölle ist denn hier passiert? Rod hatte recht. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Aber was auch immer es war, es hat diesen Ort in seinen Grundfesten erschüttert. Ohne Gnade. Was passiert jetzt? Du solltest dich besser verstecken, Kumpel. Weißt du denn nicht, dass es gefährlich ist, hier rumzulaufen, wenn die Reinigungsbrigaden in das Lager kommen? Du bist neu hier, oder? Ja, so könnte man das sagen. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Ich bin Hank, aber alle nennen mich den Jäger. Ich bin... Michael, aber was geht da drüben vor sich? Nichts, Mike, reine Routine. Die Reinigungsbrigaden bringen nur einen Zerflossenen weg. Du weißt ja, wie das ist. Sie tun nur ihren Job. Ironischerweise gehört das Haus einem der Spitzel im Lager. Diese verräterischen Drecksäcke. Brigaden, Zerflossene, Spitzel. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich kann mich an nichts erinnern. Ah, du bist ein Gelöschter. Du solltest lieber schnell auf den neuesten Stand kommen, wenn du hier überleben willst, Mike. Such mich, wenn du Hilfe brauchst, Kumpel. Ich kann dir alles besorgen, was du brauchst. Egal, wo es ist, wie schnell es läuft oder wo es sich versteckt. Deswegen nennen sie mich den Jäger. Okay, daran werde ich mich erinnern. Feiglinge, kommt zurück! Nehmt sie nicht mit! Wisst ihr nicht, wer ich bin? Sie haben diesen Mann kaltblütig niedergeschossen. Aber warum haben Sie das getan? Hey, Hank? Ich fürchte, er ist weg. In den Zwischensequenzen ist der Sound und die Stimmen alles so ein bisschen leise. Was? Aber was passiert mit mir? Was ist das? Was zur Hölle geht hier vor? Oh Gott, ich glaube, ich verliere den Verstand. Was war das denn? Das habe ich weder in einem Trailer noch irgendwo anders gesehen. Alter Schwede. Leerer Platz. Was können wir denn hier alles befingern? Das Auto? Verlassenes Auto? Den Typen? Einkaufswagen, brennende Tonne und Hütten. Okay. Aber liebe Leute, ich würde sagen, den Rest des Platzes schauen wir uns nicht mehr jetzt an, sondern beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dead Synchronicity. Was? Verdammt! Was passiert mit mir? Alles verändert sich. Alles. Ist das, alles verformt sich um mich herum. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe gar nichts.
dass wir zu lang stehen bleiben? Ich weiß nicht, ich beende schnell die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.